eine Staffel gewinnen. Die WM in Östersund. Schlussläuferin Kathi Wilhelm bringt die deutsche Fahne und die Goldmedaille nach Hause. Es ist der zweite WM-Titel in Folge für das deutsche Quartett. In dieser Saison gelang noch kein Sieg. Immer war Russland vorne. Ich denke, es ist auf jeden Fall was drin. Hat sie auch gesehen, auch in Oberhof. Und wir werden unser Bestes geben und vielleicht können wir sie mal ein bisschen ärgern. Dafür hat sich Trainer Uwe Müßiggang eine spezielle Taktik überlegt. Mit den sichersten Schützinnen vorne weg. Andrea Henkel als Startläuferin und Kathi Wilhelm auf Position 2. Dann Katrin Hitzer und zum Schluss Magdalena Neuner. Sie wollen bis zum Ende dranbleiben und auf die Russen Druck ausüben. Das ist unser Ziel und wir hoffen, dass es funktioniert. Ich finde es auch mal ganz schön, wenn ich ein bisschen früher dran bin. Einen kleinen Vorsprung herauslaufen und herausschießen, das ist die Aufgabe von Kathi Wilhelm. Diesem Druck sollte sie standhalten, gerade nach dem Erfolg in Oberhof. Der Sieg im Massenstart hat gezeigt, wie gut sie drauf ist, obwohl er sogar Kathi Wilhelm ein bisschen überrascht hat. Es ist mein Plan, dass ich gerade dann nach Weihnachten, Neujahr wieder noch ein bisschen besser in Form komme und da auch meine besten Leistungen so in Hinblick auf die WM bringen kann. Und dass es in Oberhof schon geklappt hat, ist natürlich schön und das gibt dann noch so ein bisschen Zuversicht für die nächsten Wochen. Nach dem Sieg in der Heimat wünscht sich Kathi Wilhelm auch den in der Wahlheimat und möglichst gleich im ersten Rennen. Ein Beitrag von Jörg Klawitter, in dem Kathi Wilhelm gesagt hat, naja, sie ist ganz froh, wenn sie auch mal früher fertig in so einer Staffel. Aber können Sie uns erklären, welchen tieferen Sinn die Umstellung von Uwe Müßiggang hat? Ich denke mal, der Uwe wird ausprobieren wollen im Hinblick auf die WM, dass er einfach mal eine andere Athletin noch Schlusslaufen lässt. Man weiß ja nie, ob Kathi dann auch gesund ist zur WM. Es ist natürlich auch für die Lena nicht ganz einfach, bei dem Publikum heute Schluss zu laufen. Also ich möchte heute nicht mit dir tauschen. Wo ist denn das Problem, wenn man eine Position ändert in der Staffel? Das heißt für die Athletin selber, wenn ich eben noch Schlussläuferin war, muss jetzt auf 2 laufen. Was ist das für ein Unterschied? Ich glaube, für die Kathi ist es nicht so problematisch, denn auf 2 hat man so am wenigsten Stress. Auf der 4 ist es schon sehr, sehr schwierig. Man muss unter Umständen dann Hopp oder Top machen und einfach mal riskieren. Und das muss man auch können und wollen. Wobei wir Magdalena Neuner ja auch als eine kennen, die sie auch festbeißen kann. Wenn sie denn in 2. Position läge, wird sie sicher auf der letzten Runde alles geben. Hören wir doch mal, was der Bundestrainer sagt bei Christian Dexen. Tja, Uwe Müßiggang, es ging um Magdalena Neuner. Sie konnten das Gespräch gerade nicht mithören. Sie läuft als Schlussläuferin. Was hat sie bewogen zu dieser Entscheidung? Ja, wir sind eigentlich bestrebt, dass die einzelnen Athleten mal alle Positionen besetzt haben. Das heißt, man ist dann recht flexibel, wenn es bei den Höhepunkten, bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen darum geht, eine Staffel aufzustellen. Und da weiß man ja nie, wie es gesundheitlich aussieht, wie es verletzungsbedingt aussieht. Es kann Situationen geben, wo man einfach gezwungen ist, umzubesetzen. Und ich denke, da ist für einen Athleten auch gut, wenn er sagt, okay, mir ist egal, wo ich laufe, ich bin alles schon mal gelaufen. Und was erwarten Sie von Magdalena Neuner? Eigentlich sehr viel, was sie selber von sich sicher auch erwartet, weil es geht läuferisch wieder deutlich besser, das merkt sie. Und heute, was sie jetzt im Schießen angeboten hat, war sehr gut beim Anschießen, hat sich auch sehr wohl gefühlt. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Ergebnis hier bringt. Martina Beck hat verzichtet wegen der Nachwirkung einer Grippe. Sie haben sich dann gegen Simone Haushalt und für Katrin Hitzer entschieden. Warum? Also wir entscheiden uns eigentlich selten gegen eine Athletin, sondern eher für eine andere. Und das begründen wir dann auch. Es geht einfach darum, dass wir, wie gesagt, auch in der Situation alle zum Einsatz gebracht haben, dass alle in verschiedenen Positionen gelaufen sind. Im Moment macht die Lena einen etwas stärkeren Eindruck. Die Simone hat schon Staffeln gelaufen und ich denke, das ist auch gerechtfertigt, dass auch die Lena hier nochmal einen Staffeleinsatz bekommt, weil das ist die letzte Staffel vor der Weltmeisterschaft, wo dann auch gesehen werden muss, wer sich wo wie bewährt hat. Im Sommer trainieren Sie hier sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Jetzt ist das hier ein Hexenkessel. Kann man diese Stimmung hier auch irgendwie simulieren? Sie haben das mal probiert, glaube ich. Also ich weiß, dass man das vor vielen Jahren mal probiert hat, aber man weiß ganz genau, dass Konserve und diese Stimmung ist nicht zu kopieren. Das geht los, wenn Sie aus dem Auto aussteigen. Da sehen Sie, was hier Sache ist und geht hin, bis Sie Ihren Stand erreicht haben. Da kommt einfach eine Atmosphäre rüber, die kann man nicht in eine Konserve packen und dann abspielen irgendwie. Vielen Dank.
Also wir halten fest, ein ganz, ganz wichtiges Rennen, nämlich die letzte Staffel vor den Weltmeisterschaften und die letzten Erkenntnisse, die man heute ziehen kann, wie man dann in Korea in gut 4 Wochen an den Start geht. Uschi, wen haben wir denn bei der internationalen Konkurrenz auf der Rechnung? Die Russen, klar, sind immer vor uns zu erwarten. Wer noch? Ja gut, die Russinnen starten heute nicht mit ihrer ersten Staffel. Slepcova und Jurjeva sind raus, was für die deutsche Staffel wiederum ganz gut ist. Aber auch Frankreich hat sich in letzter Zeit sehr angeboten. Und die Norwegerinnen sind auch wieder gesund und auch wieder mit einer ganz guten Staffel unterwegs. Und die Ukraine darf man natürlich auch niemals vergessen. Also dann wissen Sie, meine Damen und Herren, auf wen Sie zu achten haben, wenn das Rennen gestartet wird. 17.40 Uhr ist hier der offizielle Start. Und das gibt uns Gelegenheit, nochmal den zweiten Experten im ARD-Biathlon-Team zu befragen. Rico Groß, nämlich, der unten am Schießstand steht. Wir haben schon ein bisschen über die besondere Stimmung hier in Ruhpolding orakelt. Rico, wie ist es denn wirklich, wenn man da unten steht? Wie motivierend oder auch wie bedrohlich? Ja, ich bin jetzt hier am Schießstand und ich muss ehrlich sagen, als ich vorhin da drunter gegangen bin, ist mir das direkt kalten Rücken runtergelaufen. Es ist halt immer wieder ein ganz tolles Erlebnis, hier in Ruhpolding einzulaufen. Wie weit sind denn die Zuschauer entfernt vom Schießstand? Also hört man wirklich, wenn da was gerufen wird zum Beispiel? Das ist ja genau das Schwierige hier in Ruhpolding. Da sind genau die Zuschauer maximal 25 Meter weg. Und wenn man dann in der entscheidenden Phase ganz alleine dort vorne steht und nur einer dort hinten hustet, dann kann man schon mal ganz schön aus dem Konzept gebracht werden. Also ganz besondere Bedingungen in Ruhpolding. Vielen Dank, Rico. Und Uschi, Sie haben auch schon das ein oder andere Erlebnis mit den Zuschauern hier in Ruhpolding gehabt, oder? Ja, die brauchen nicht mal zu rufen, wenn da einer in normaler Stimme sagt, oh, ob die jetzt so trifft, das hört man ganz genau vorne und das kann einem schon sehr aus dem Konzept bringen. Also nicht nur eine sichere Hand, auch starke Nerven sind gefordert. Wir sind gleich wieder für Sie da mit der Live-Übertragung vom Staffelrennen der Frauen aus Ruhpolding. Bis gleich. Taxi! Schnell Geld holen. Zu welcher Bank? Egal. Zum nächsten Geldautomaten. Ich habe DKB Cash. DKB Cash. Weltweit kostenlos Geld abheben und 3,8% Verzinsung ab dem ersten Euro. Täglich verfügbar. It's time for another revolution. Gee, it's about what people need. Der neue Dacia Sandero. Ab 7.500 Euro. www.dacia.de. Russland gegen Deutschland. Das ewige Staffelduell geht in die nächste Runde. 3 Staffeln. 3 Siege für die Russinnen in diesem Winter, noch kein Sieg fürs deutsche Quartett. Bisher. Wir wollen heute endlich die Russinnen schlagen. Und das jetzt live im Ersten. Jetzt konzentrieren. Biathlon im Ersten wird Ihnen präsentiert von Erdinger Alkoholfrei. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen in der Chiemgau Arena zu Ruhpolding. Das Ganze ist pickepacke voll und immer noch möchten Zuschauer hinein. Die Organisatoren schätzen, rund 18.000 Zuschauer sind hier. Also es wird ähnliche Dimensionen geben wie in der letzten Weltcup-Woche drüben in Oberhof, als es jeden Tag schon ab 10 Uhr dort heiß herging, als die Zuschauer sich selbst und die Athleten gefeiert haben. Auch hier die Stimmung heute und auch schon gestern riesig groß. Gestern schon die Zuschauer da, als trainiert wurde. Heute natürlich Unmengen mehr Zuschauer gekommen. Alle schon in der Vorfreude auf die erste Staffel des Ruhpoldinger Events. Die Frauen sind an der Reihe, das haben wir gerade gehört. Und die deutschen Damen wollen endlich mal nach ganz oben aufs Treppchen. Zuletzt in Oberhof lief es gut, aber noch nicht so gut, um zu gewinnen. Da waren sie Dritte. Die Stimmung ist klasse. Schon um 10 Uhr morgens warten die Ersten auf Einlass, halten sich warm mit Glühwein, mit Würstchen, mit Gesang. Die Temperaturen etwas kuscheliger geworden im Vergleich zu den letzten Tagen. Heute nur noch knapp unter dem Gefrierpunkt.
Gestern war es hier noch wesentlich kälter und auch für die nächsten Tage ist wieder mehr Frost angesagt. Uschi Diesel hat es vorhin erwähnt, für alle Staffeln heute ideale Bedingungen, kaum Wind. Und auch wenn die Weltcup-Erste und die Weltcup-Zweite für Russland heute nicht